Das After-EM-Comeback vom Werder-Schnack. Es ist da. War ja auch eine Menge los bei Werder. Sagen wir also einfach, Show must go on. Und der ganz heiße Scheiß im Sommer? Transfers. Und genau da hat sich einiges bei Werder getan. Das Personalkarussell hat die letzte Fahrt noch nicht hinter sich. Und in dieser Folge werde ich zunächst einmal auf die derzeitigen Abgänge gucken. Es werden einige Namen fallen, denn es waren ja einige Abgänge dabei. Und auf drei Spieler aus drei unterschiedlichen Mannschaftsteilen gehe ich ein wenig spezieller ein. Muss ja. Zum Beispiel Yannick Westergaard. Westergaard wird zu Rheingard und heuert bei den Fohlen an. Immerhin, er spürt eine ordentliche Summe Geld in die Werder-Kassen. Das macht uns deutlich handlungsfähiger. Werder hat Money, yeah! Aber der Abgang reißt auch eine große Lücke in die ohnehin schon sehr anfällige Bremer Defensive. Ohne Westergaard und seinen kongenialen Partner Papi Gilobucci wird es dann wohl in die nächste Saison gehen müssen. Das ist echt Shit, denn das wird Werder nur über das gesamte Kollektiv kompensieren können und über eine bessere taktische Grundausrichtung, was das Defensivverhalten der Bremer angeht. Shit, das wird ganz schön hart. Und Westergaard war vor allen Dingen auch im defensiven Luftzweikampf eine Waffe, denn knappe 2 Meter. Da hüpfst du nicht einfach mal so eben drüber. Das wage ich dann doch mal arg zu bezweifeln. Und er ist ja auch noch ganz schön jung und sehr, sehr entwicklungsfähig. Also er hat bei uns in Bremen einen tollen Schritt gemacht, ist zu einem echt guten Bundesliga-Verteidiger gereift. Da werden sich die Gladbacher definitiv freuen können. Auch wenn er bei uns nicht immer unfehlbar war. Gratulation also zu einem smarten Spieler mit sportlichem Mehrwert. Und schade für uns, aber hey, Money und so. Der nächste auf der Liste, Anthony Ucha, der wohl dem Ruf des Geldes gefolgt ist. Wieso sonst sollte man nach China wechseln? Und das meine ich an dieser Stelle aber auch gar nicht despektierlich. Es ist ja hinlänglich bekannt, dass gerade die afrikanischen Spieler, die nach Europa wechseln, ihr Geld nicht nur für sich selbst verdienen, sondern da wirklich noch eine Menge mehr Leute mit versorgen, und das ist auch gut so. Und wenn man den Fußball dann irgendwo dann als auch Job versteht, dann ist das ein absolut nachvollziehbarer Schritt. Gerade auch im Hinblick darauf, dass Ucha nach gutem Beginn seinen Stammplatz definitiv auch an Claudio Pizarro verloren hat und in dem nach wie vor ein Mannsturm nur schwer an unserem Altmeister vorbeigekommen wäre. Und wenn da so ein unverschämt gutes Angebot von den Chinesen einflattert, mein Gott, dann mag ich es ihm nicht vorwerfen, dass er das dann auch annimmt. Hinzu kommt auch die Tatsache, dass Ucha immer alles reingehauen hat. 11 Tore und 5 Assists in der Liga. 3 weitere Tore im DFB-Pokal, das ist alles andere als ein schlechtes Jahr. Und es ist auch alles andere als den Anschein erwecken zu wollen, dass er bei Bremen nie ganz bei der Sache war. Ein Stürmer von dieser Qualität fehlt aber jetzt definitiv, da Aaron Johansson noch eine Weile fehlen wird. Man weiß nicht, wann er in der Hinrunde wieder einsteigen wird, ob er in der Hinrunde wieder einsteigen wird. Also da fehlt auf jeden Fall nach Pizarro auf jeden Fall ein adäquater Ersatz. Vielleicht ja Eggestein. Der dritte Spieler, zu dem ich gerne mehr Worte verlieren möchte, ist Levin Öztunali. Ein Spieler, der sehr kontrovers auch in Bremer Fankreisen diskutiert wurde. Der Seeler-Enkel, von dem vielleicht mehr erwartet worden war, aber seien wir doch mal ehrlich, er ist einfach noch ein saujunger Spieler, der in einer sehr schwierigen Bremer Phase sehr verhältnismäßig viel Spielzeit bekommen hat in Bremen. Viele haben ihn für den eindimensionalen Spielstil kritisiert, Ball an Gegner vorbeilegen, versuchen dran vorbei zu sprinten. Aber ganz ehrlich, das hat auch häufig geklappt und er war auch an vielen guten Bremer Angriffen beteiligt, die letztlich auch zu Toren geführt haben und die letztlich auch mit dafür verantwortlich waren, dass Bremen am Ende überm Strich geblieben ist und auch die Relegation umgehen konnte. Für mich war Levin Öztunali da definitiv auch ein entscheidender Faktor, gerade was die Offensivbewegung des Bremer Spiels anging. 4 direkte Vorlagen und ein Tor sind ja dann auch nicht so schlecht für einen Spieler, der einfach noch in einem so, so frühen Stadium seiner Entwicklung ist. Er ist eben einfach noch ein sehr unfertiger Spieler. Punkt aus. Aber ich bin auch der Meinung, dass jeder, der dieses Spiel selbst spielt, einfach diese unglaublichen Möglichkeiten, die Öztunali mitbringt, einfach sehen muss. Und man darf auch nie vergessen, der Junge ist erst dieses Jahr 20 Jahre alt geworden. Klar ist er noch kein Führungsspieler, aber wenn man die Spiele mal genau beobachtet hat, hat er einfach jedes Mal ein unglaubliches Laufpensum abgerissen, auch defensiv viel mitgearbeitet, einfach wichtige Meter für den Club gemacht, hat sich voll reingehangen und hat einfach versucht, meiner Meinung nach sehr offensichtlich, immer das Beste zu geben. Dass das nicht immer klappt, das verübel ich einem Spieler in seinem Alter absolut gar nicht. Und ganz ehrlich, in Leverkusen wird er ein System vorfinden, das viel, viel besser zu seinen Anlagen passt und
Mich würde es nicht wundern, wenn sich schon nächstes Jahr einige umgucken und sich wirklich fragen, ist das der Öztunali, den wir in Bremen allzu häufig kritisiert haben? Er hat dort natürlich hammerharte Konkurrenz, aber naja, ein Spieler mit seiner Qualität in einem offensiv ausgerichteten Team, das kann doch sehr gut gehen. Ich wünsche ihm auf jeden Fall alles Gute, denn er war auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Junge in Bremen und ich bin auch ganz ehrlich, ich hätte ihn gerne noch ein bisschen länger da behalten. Aber es bleibt natürlich nicht bei diesen drei Abgängen. Bis heute stehen bereits viel, viel mehr Abgänge fest. Unter anderem verlässt uns auch Leihspieler Papi Djelobodji. Ich habe ihn eingangs bei Westergaard mal erwähnt. Das ist ein ganz, ganz großer Verlust für Bremen. Eine sehr große Schwächung der Defensive. Tolle Werte auch bei Papi. Er war mit 69,5% gewonnener Zweikämpfe der viertbeste Zweikämpfer der abgelaufenen Saison. Spricht definitiv auch für ihn. Besser waren da nur Rodriguez mit 75%, Boateng mit 70,3% und Ayhan aus Darmstadt mit glatten 70%. Also da braucht sich Papi kaum hinter zu verstecken. Da war auch trotz Kopfabgeste einfach ein bombenguter kurzfristiger Move für die Bremer, der aber auch leider wahrscheinlich, wie es aussieht, jetzt tatsächlich auch nicht wiederkommen wird. Auch Tremmel verlässt uns nach einem Jahr Leihe wieder. Vielleicht hätte man ihm übrigens echt mal die ein oder andere Bewährungschance in der Liga geben können. Wiedwald war schließlich nicht immer auf der Höhe, vorsichtig ausgedrückt. Außerdem bleibt Kroos nun fest bei Union Berlin. Geld gab es sogar auch, knappe 500.000 Euro. Ist ein guter Batzen Geld für den Spieler, der in Bremen eh keine Zukunft hatte. Das Missverständnis mit Pavlovic hat nun auch endlich ein Ende. Er sucht sein Glück in Frankreich. Dann noch Hüsing, der viele Vorschusslorbeeren erhielt, sich in Bremen jedoch nicht durchsetzen konnte. Gegen Edwards Cash geht's für ihn weiter nach Ungarn. Auch bei Julian von Hake hat es nicht gereicht. Dabei wurde ihm von vielen eine Bundesliga-Karriere zugetraut. Vielleicht klappt es ja über den Umweg Holland. Einer, dem ich persönlich sehr nachtrauere, Özkan Yildirim, der für mich fußballerisch nach Özil vielleicht der begnadetste Kicker in unseren Reihen war. Leider sehr verletzungsanfällig, was seine Abgabe rechtfertigt. Ich befürchte nur, dass er woanders, Gesundheit vorausgesetzt, richtig durchstarten könnte. Ist aber auch viel hätte, wäre, wenn, ich weiß. Außerdem wird Busch nach München verliehen zu Thomas Aichin. Die beiden kennen sich. Vielleicht ist es für Manu Busch eine gute Sache. Der hat ja am Anfang gut eingeschlagen in der Liga. Verletzungen haben ihn zurückgeworfen. Warten wir mal ab, ob er ein wenig erstarkt an die Weser zurückkehrt. Und das muss auch noch lange nicht alles gewesen sein, denn das Transferfenster ist ja noch eine Weile offen und einige Spieler sollen ja noch gehen oder stehen zumindest auf der Kippe. Unser Torwarttalent Ölschläge soll verliehen werden. Außerdem Wolf, nur noch Nummer 4. Soll ganz weg. Ganz ehrlich, ist auch absolut okay. Leon Guevara und Lukas Fröhle, Kandidaten für eine Leihe, könnten aber auch bleiben. Wird dann nur schwierig mit Einsätzen, wobei ich gerade von Fröhle noch viel erwarte. Hajrovic ist wieder da, bleibt aber für mich ein richtig großes Fragezeichen. Er war in Eibar ausgeliehen, wurde in der Liga in 7 Spielen eingesetzt. Das ergab aber insgesamt nur 172 Spielminuten. Eigentlich ein weiteres verlorenes Jahr für den Bosnier. Er kann ja kicken, aber er muss es in der Vorbereitung haben wollen, um ernsthaft wieder zur Option zu werden. Auch für Veljkovic wird es schwer. Da hoffe ich aber persönlich, dass er bleibt. Konnte sich in der Bundesliga noch nicht wirklich zeigen. Frag mich nicht genau was, aber irgendwas sehe ich bei ihm, was über gute Ansätze hinausgeht. Und ich glaube, das könnte ein gar nicht mal so unwichtiger Spieler in der kommenden Saison werden. Außerdem sind noch 2 namhafte Innenverteidiger fraglich, Galvez und Caldirola. Beide nicht zwingend als Stamm eingeplant, Galvez liebäugelt daher mit einer Spanien-Rückkehr. Granada soll nicht abgeneigt sein, Galvez genauso wenig. Caldirola dürfte ein möglicher Bankplatz auch Kopfschmerzen bereiten. Verständlich, wenn man bedenkt, dass nur ein einziger Spieler mehr Einsatzzeit als Caldirola im letzten Jahr hatte und das war Joel Matip von den Schalkern. Ei, ei, klingt noch so, als könnte viel passieren an der Weser. Aber auch 2 Ösis bleiben fraglich. Junuzovic und Grilic. Beide verweisen immer wieder gerne auf ihre Verträge. Beide lassen aber auch ein klares Bekenntnis zu unserem SV Werder Bremen vermissen. Und während Junuzovic vor allen Dingen die EM nutzen wollte, um auf den Notizblöcken großer Vereine aufzutauchen, steht Grilic längst drauf. Ich weiß, dass ich mich in die Notizblöcke einiger Clubs gespielt habe. Es sind attraktive Clubs dabei. Ließ er verlauten.
Aber seien wir auch mal ehrlich, ich hatte auch in sozialen Netzwerken in vielen Kommentaren gelesen, Grilic solle doch mal so ein bisschen dankbar sein, immerhin hat ihn Werder zum Bundesligaspieler gemacht. Ist vielleicht zu Teilen nachvollziehbar, für mich zu größeren Teilen aber absolut nicht nachvollziehbar. Und damit meine ich nicht den Wechselwunsch. Immerhin muss man bedenken, dass er aus der Not heraus geboren zum Bundesligaspieler reifte, in absolut jungen Jahren, in einer absolut schwierigen Situation, Werder auf ein absolut besseres Niveau gehievt hat. Und da darf man dann auch mal so ein bisschen Danke Grilic sagen, dass er so viel fußballerische Qualität in diesen Verein, in diesen Kader, in diese Mannschaft hat einfließen lassen. Verständlich halt, dass solche Spieler Begehrlichkeiten wecken und verständlich leider auch in der jetzigen Situation, dass solche Spieler eventuell auch schneller schwach werden, wenn sie von Bremen zu einem größeren Club hinkommen. Tradition, gute Vergangenheit, hin oder her, das zählt für viele Fußballer eben halt nicht, denn die haben meistens nur ein kleines Zeitfenster, das nennt sich Karriere. Da möchten sie wahrscheinlich auch das Maximum erreichen. Naja, und der andere, Junuzovic, der wurde eigentlich auch ziemlich scharf kritisiert häufig im letzten Jahr. Finde ich teilweise ein bisschen überzogen. Der hatte wirklich eine schwächere Hinrunde, hat viele Anlaufschwierigkeiten gehabt, die Standards lange nicht mehr so gefährlich wie im Vorjahr, aber nichtsdestotrotz war das ein elementar wichtiger Spieler. 13 Assists am Ende der Saison, nur Douglas Costa mit 14 und Henrik Mkhitaryan mit 20 Assists hatten mehr. Final muss man definitiv sagen, wäre ein Abgang nicht leicht zu ersetzen. Meine Meinung, Werder würde auf viel Geld sitzen, tun wir ja verhältnismäßig jetzt schon. Und man sieht aber, dass es einfach schwierig ist, adäquaten Ersatz zu finden, wenn man wirklich die ganz großen Top-Leute jetzt für eigene Verhältnisse abgibt. Leute, das war's zu den Abgängen. Wen würdet ihr noch abgeben? Schreibt es in die Kommentare. Gerne auch, wenn ihr dazu holt, aber zu den Zugängen geht's in den nächsten Folgen. Ich freue mich wieder zurück zu sein, freue mich auf neue Videos für und mit euch. Beste Grüße, haut rein, Jungs, ciao.